Guten Abend und natürlich herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar am 25. Oh, ich muss mal kurz was machen. Da bin ich wieder. Am 25. April 2018, 19 Uhr, gewohnte Zeit, gewohnter Redner, Stefan Friedrichowski, mein Name. Wie immer, ihr wisst, auch wenn ihr mir vielleicht hier eine E-Mail schreibt oder mich anredet, gerne geht sofort auf den Stefan über. Macht das Leben einfacher. Ich weiß, dass ich hier während des Webinars auch quasi die Du-Form wähle, auch wenn ich euch noch nicht mal sehen kann. Aber dem ist halt so. Also, herzlich willkommen natürlich auch im Namen von JFD, die uns hier diese ganzen tollen Webinare ermöglichen. Also toll hoffe ich, dass ihr das dann am Ende der Stunde auch so sagen könnt. Zu einem heutigen Thema stündliche Seasonals. Geht da was? Ich habe da nochmal ein Fragezeichen hintergesetzt, und ein ganz klein bisschen wird sogar noch am Ende des Webinars bleiben, auch wenn es da absolut Erfolgsaussicht, also erfolgreiche Kandidaten nachher geben wird. Das kann ich schon mal verraten. Aber es glänzt nicht alles. So viel will ich auch schon mal vorweg sagen. Aber im Wesentlichen glänzt es dann schon. Stündliches Season jetzt natürlich, vielleicht direkt weiß man gar nicht, worüber ich da wirklich rede. Irgendwie stündliche Saisonalitäten oder wenn man das Wort noch anders übersetzen würde, dann hätten wir stündliche Jahreszeiten. Nee, das natürlich nicht. Also es geht natürlich um wiederkehrende Dinge und das auch hier dann auf Stundenbasis. Und diese wiederkehrenden Dinge wird nachher die Uhrzeit werden. Und da werden wir uns natürlich mal was überlegen. Alles ist in absoluter Anlehnung an die schon bekannte Strategie DAX Day of the Week, da wo wir ja den DAX traden und das quasi auf Wochentagsbasis. Wir haben Regeln für die einzelnen Wochentage und die hängen dann nachher davon ab, ob wir oberhalb oder unterhalb eines EMAs sind. Und damit haben wir unseren Wahrscheinlichkeitsvorteil abgeleitet auf dem DAX Tagesbasis. Jetzt kommt der Übertrag auf Stundenbasis. Und weil wir da einfach mehr Möglichkeiten haben, untersuchen wir das hier komplett einmal quer durch den gesamten Forex-Markt. Und das sogar mehr oder weniger simultan. Also ich zeige euch gleich auch immer nachher die Ergebnisse schon für in Summe 28 Forex-Paare. Genau genommen sind es bei mir mal 29. Liegt aber nur daran, dass ich Gold immer als Forex-Paar mitlaufen lasse, was durchaus nicht ganz unberechtigt ist. Ich kriege, warum schmunzle ich gerade? Weil jemand hier noch einen netten Kommentar schreibt, der, mein Titel ist falsch. Hier sollte nicht stehen, also der Titel müsste heißen, da geht was. Nicht, keine Fragezeichen, sondern natürlich schon ein Ausrufezeichen. Also, am Ende, da wissen wir es genau. Aber übrigens auch mal, wie immer, natürlich vielen Dank auch für die Grüße, die hier schon alle auch noch in dem Chatroom oder genau genommen in der Fragenbox hier laufen. Die Fragebox gerne auch so nutzen, natürlich für alles Mögliche, was euch auf dem Herzen ist. Ich versuche immer möglichst zeitnah hier dann auch drauf einzugehen. Die anderen üblichen Vorbemerkungen, die Folien sind bereits schon hochgeladen. Das heißt wiederum, ihr könnt sie aus dem GoToWebinar-Control-Panel runterladen, wenn ihr Interesse an den Folien habt. Nachher geht es natürlich hier auch mal wieder um ein paar Excel-Sheets, die ich zeige. Wer daran Interesse hat, merke sich schon mal meine E-Mail-Adresse. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, bei meinem Nachnamen. Also s.friedrichowski, dann @jfdbrokers.com. Das Gute ist, wenn hinten das richtig ist, jfdbrokers.com und selbst ein DE würde auch gehen, dann kommt es im Zweifelsfall nachher bei mir an, weil alles landet dann beim Support von JFD und egal, was man vorne hinschreibt, und aufgrund der Frage wissen die dann schon, dass es wahrscheinlich dann irgendetwas für mich ist. Das war wie immer die eine Vorbemerkung. Die andere Vorbemerkung, die kommt wie immer auch. Natürlich habe ich wie immer diese Folie hier einmal, unser Risk-Disclaimer. Ich rede hier heute wieder originär über Trading-Strategien. Das kann man nicht anders sagen. Wahrscheinlichkeitsvorteile, die es gilt zu nutzen. Aber schließlich natürlich gilt wie immer, wenn ihr Sachen auch aus diesem Webinar tradet, tut ihr es natürlich auf eigene Verantwortung, auf eigene Rechnung. Aber ist wie immer, glaube ich, selbsterklärend. Also, das haben wir auch schon mal gesagt. Wie gehen wir genauer vor? Ich will noch mal kurz wiederholen, was eigentlich Seasonals sind. Damit wir noch mal auf der gleichen Grundwellenlänge sozusagen sind, damit das
vom Grundverständnis her gleich ist. Ich will noch eine zweite Vorbetrachtung machen. Das war so ein Abfallprodukt der Untersuchungen, die ich hier gemacht habe. Nämlich, wann sind eigentlich am Tag, also innerhalb des Tages, die größten Bewegungen? Also, wo bewegt sich der Kurs am meisten? Bezogen auf die 29 verschiedenen Underlyings und hier jetzt alles auf H1-Basis. Gibt so eine Art universelle Kurve dafür, die aber auch schon ein paar Überraschungen schon bereithält. Und wir wollen uns die dann auch noch ein zweites Mal angucken und dann wirklich gar nicht nach der absolut größten Bewegung fragen, sondern sogar dann auch wieder die Richtung mit reinnehmen. Auch da gibt es eine interessante Sache und die kann ich noch niemals erklären. Ich werde sie nachher erzählen, aber erklären kann ich sie überhaupt nicht. Aber vielleicht habt ihr nachher noch eine gute Idee, warum das der Fall ist. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und dann gehen wir hin und übertragen mal das ganze Konzept vom DAX Daily Seasonal auf den H1 im Forex-Markt. Also schließlich und endlich wird es auf eine Frage hinauslaufen. Okay, wir haben meinetwegen, was haben wir jetzt gerade? 19 Uhr. Und wenn man um 19 Uhr ein bestimmtes Paar sich anguckt und der EMA und wir sind oberhalb eines bestimmten EMAs, was ist jetzt zu tun? Long oder Short? Und oder wenn wir unterhalb von einem EMA sind. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, die wir hier stellen. Wir gehen zu einer bestimmten Open, einer Kerze und fragen, wenn ich jetzt einen Trade eingehen sollte, ja dann bitte in welche Richtung vorzugsweise? Bezogen auf die relative Lage zu einem EMA. Darauf läuft hier alles hinaus. Die Fragestellung klingt irgendwie einerseits trivial, andererseits fragt man sich vielleicht auch, kann da überhaupt was gehen? Und was dann auch noch nachher sogar profitabel zu traden wäre, weil das ist immer das Zweite. Wahrscheinlichkeitsvorteil ist das eine. Dem widmen wir uns hier vor allen Dingen. Die nächste Frage ist dann immer die, kriegt man das auch profitabel in einen Trade übersetzt? Ihr wisst, dass das nicht dasselbe ist. Also der Wahrscheinlichkeitsvorteil alleine reicht wie immer nicht. Der muss nämlich so groß sein, dass er nachher auch noch mit den Gebühren zurechtkommt. Wird immer wieder gerne übersehen. Ich kriege da Sachen zugereicht, auch also ganz verrückte Sachen manchmal. Und die erste Frage, die ich dann, wo mir Leute von ganz profitablen Ansätzen berichten, dann ist oft meine erste Frage, ihr habt da auch die Gebühren berücksichtigt. Wie Gebühren? Nee. Spread? Nein. Ich habe einfach nur mal so geguckt. Und sobald die Gebühren ins Spiel kommen, wird vieles oft anders. Aber wir gehen natürlich auch darauf ein. Und dann natürlich wie immer, das Ganze wollen wir hier auch praktikabel nutzen. Gut. Seasonals. Jetzt kommen zwei oder drei Folien, die gab es schon mal in einem vorherigen Webinar, als wir den DAX Daily Seasonal abgeleitet haben. Kurz, ich nenne das hier ganz bewusst die Mutter aller Seasonals. Ihr seht hier die Klimatabelle sozusagen von meinem Wohnort. Also in der Nähe, genau genommen, ist da der Flughafen oder offensichtlich die Wetterstation, nämlich in Dresden-Klotzsche. Und wir sehen hier einfach nur das Klimadiagramm. Ist alles hier nicht überraschend. Wir natürlich sind im Sommer die Temperaturen am höchsten, die Anzahl der Frosttage am geringsten und die Tiefstemperatur und so weiter. Warum erzähle ich das? Es geht darum, natürlich ist das Klima ein wieder, oder also die Monatstemperaturen, um es mal jetzt hier nur darauf zu beziehen, ein wiederkehrendes Ereignis. Das ist nicht uninteressant, weil gehen wir mal ganz kurz von der Börse weg und reden über das Wetter fast wie die Börse. Angenommen, ihr sollt im Juli die Temperatur vorhersagen. Naja, mit Blick auf dieses Diagramm würde man wahrscheinlich sagen, knapp 25 Grad. Und liegt gar nicht mal so schlecht. Ihr kämt sicherlich nicht auf die Idee, im Juli eine Temperatur von 5 Grad vorherzusagen. Warum? Ja, weil es die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte so war. Das ist ja genau diese Klimatabelle. Wir haben also ein wiederkehrendes, nicht Ereignis, eine wiederkehrende Eigenschaft. Nämlich im Juli ist die Temperatur typischerweise 24 Grad, zumindest hier in Dresden-Klotzsche. Und so weiter und so fort. Und es wiederholt sich, also in diesem Juli und dann im nächsten Juli auch. Ja, und das ist natürlich genau das, was wir nachher auch für die Börse ausnutzen wollen. Wiederkehrende Eigenschaften. Dass Dinge also, die in der Vergangenheit sich quasi bewährt haben oder als vorteilshaft herausgestellt haben, dann übermorgen oder morgen natürlich auch wieder eintreten. Das ist die grundsätzliche
Ansatz dieses Wahrscheinlichkeitsvorteils. Und den drückt tatsächlich auch so eine Klimatabelle richtig schön aus, weil mit dieser Klimatabelle ist es viel einfacher, eine Wetterprognose, also eine Temperaturprognose für Juli in Dresden-Klotscher anzugeben. Logisch. In der Börse gibt es sowas Ähnliches. Auch da gibt es so eine Art Mutter aller Seasonals. Und das ist dieser Vierjahres-Wahlzyklus im Dow Jones. Also man hat einfach den Dow Jones sich genauer angeguckt für die letzten 100 Jahre in dem Fall, also etwas mehr noch sogar, und hat festgestellt, dass irgendwie die Entwicklung des Dow Jones ein bisschen abhängt, in welchem Wahlzyklus wir gerade sind. Also sind wir im Wahljahr, sind wir im Nachwahljahr oder halt in diesen 2 Jahren dazwischen. Und wie man dazwischen sieht, in diesem Midterm-Jahr, also im dritten Jahr einer Präsidentschaft, passiert im Dow Jones typischerweise eher nichts. Während dann im Wahljahr, gerade in den ersten Monaten, richtig Dampf im Kessel ist und er tendenziell halt stark nach Norden läuft. Und das ist auch ein Seasonal. In dem Fall halt ein Vierjahres-Seasonal. Und wie gut oder schlecht der jetzt nun wirklich in der Praxis dann auch in einer Zukunftsprognose ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ich habe halt, das will ich auch hier ganz offen sagen, so ein kleines Grundproblem mit solchen Seasonals, die so auf Monate abzielen und Quartale und dann Jahresendrallye oder na, solche ähnlichen Dinge. Ganz einfacher Grund, warum habe ich da immer meine Probleme mit? Es ist in aller Regel eine ziemlich schlappe Statistik. Also wenn ich sage schwache Statistik, dann meine ich einfach, die Datenlage ist dünn. Also jetzt hier in diesem Vierjahreszyklus für den Dow Jones, okay, wir haben 100 Jahre. Da war die allerdings in 4 Wahljahre noch aufteilt, haben wir in Wahrheit nur 25 Perioden. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist irgendwie der Mittelwert aus 25 Werten. Naja, ist jetzt nicht so der Brüller an Statistik. Damit jetzt gleich zu sagen, es stimmt überhaupt nicht, um Gottes Willen, kann ich auch nicht sagen. Ich kann halt weder jetzt befürworten noch wirklich schon komplett verneinen. Weder das eine geht noch das andere. Aber das meine ich halt mit schwacher Statistik. Dazu kommt dann nur noch, dass wir allgemeines Trendverhalten haben. Also natürlich ist der Dow Jones die letzten 100 Jahre im Wesentlichen nach Norden gelaufen. Wenn wir mal so von kleinen Feinheiten wie Finanzkrise und dergleichen mal temporär absieht, ist das Ding halt einfach nur nach Norden. Naja, und das drückt natürlich selbst diese Kurve hier auch aus. Naja, im Wesentlichen ist halt einfach nur nach Norden. Das heißt, dieses allgemeine Trendverhalten ist hier noch komplett überlagert. Und dann wird es halt immer kritischer mit solchen Aussagen in der Feinheit. Also dann zu sagen, und im Februar geht's hoch oder so ähnlich. Also was ist der Ausweg, um dem Problem zu begegnen? Wir haben es einmal gemacht beim DAX Day of Week, indem wir einfach gesagt haben, wir nehmen immerhin die Wochentage. Damit haben wir schon mal, wenn wir die letzten 20 Jahre uns angucken, 52 Mal einen Montag, 52 Mal einen Dienstag und so weiter und das dann vielleicht mal 20 Jahre, dann sind wir immerhin schon mal bei 1000 Datenpunkten. Also da kriegen wir langsam ein bisschen Statistik rein. Kurz, es war dann dieses Setup. Also wir haben einfach einen EMA, den legen wir in unseren Tageschart und das ist ein 40er EMA und zum Beginn eines Tages schauen wir einfach, ist der Open oberhalb oder unterhalb dieses EMAs und wenn er denn dann oberhalb des EMAs ist, dann definieren wir einfach das als Bullenmarkt. Das ist jetzt willkürlich. Ich brauche nur das Wort hier, dass das also eine bestimmte Klassifizierung darstellt. Also, das definieren wir jetzt als Bullenmarkt. Und wenn das der Fall ist, naja, dann gehen wir halt an den Montagen, Donnerstagen und Freitagen, gehen wir long und an den 2 verbleibenden, also Dienstag und Mittwoch, gehen wir halt short. That's it. Und im Bärenmarkt alles genau andersrum. Das heißt, wir haben einerseits einen EMA, der uns die erste Klassifizierung durchführt und dann hat jeder Wochentag seine eigene Regel, wie er zu traden ist. Und ja, der Trade wird einfach um 8 Uhr morgens eröffnet. Wir haben noch einen Stop-Loss, den wir 1,1% vom Entry unseres Trades weglegen. Ja, und dann lassen wir das Ding laufen. Während des Tags mag ja der Stop-Loss gerissen werden, was gar nicht so häufig hier passiert, aber ab und zu natürlich schon.
Und am Ende des Tages wird einfach um 22 Uhr der Trade beendet. Das ist der DAX Daily Seasonal. Das gleiche Konzept, das nehmen wir uns jetzt und übertragen das auf Stundenbasis. Bevor wir allerdings genauer in die Details reingehen, jetzt überlege ich gerade, ob mir eine Folie fehlt, will ich euch allerdings nicht verschweigen, dass ich nochmal kurz eine Voranalyse noch gemacht habe. Nämlich einfach die Frage, wann haben wir denn eigentlich auf H1-Basis die größten Bewegungen? Gehen wir mal kurz der Reihe nach hier durch, weil diese Achsskalierung und diese Nomenklatur wird uns jetzt gleich im Webinar noch häufiger begegnen. Wenn jetzt hier unten auf der X-Achse die Rede ist von 0 bis 23, hat das ganz einfache Bedeutung. 0 heißt 0 Uhr, 23 heißt nachher 23 Uhr. Also es würde dann, wenn wir dann auf 13 gehen, geht es um die H1-Kerze, die um 13 Uhr beginnt, um knapp 14 Uhr zu Ende ist und die macht halt irgendeine Größe. Was haben wir hier auf der Y-Achse? Na, das ist die absolute Kursbewegung in Prozent. Absolut heißt, ich habe Vorzeichen, gibt es nicht, ist alles immer positiv. Und ihr seht, die ganzen verschiedenen Farben hier sind einfach komplett unsere verschiedenen Underlyings. Gehen wir mal kurz auf den Ausreißer, der hier sozusagen ein bisschen besonders rausreißt. Das ist übrigens Gold. Gold. Also alle Kursbewegungen sind hier in Prozent und damit eigentlich durchaus vergleichbar. Also natürlich ist alles, was mit Yen ist, irgendwie bei 100 irgendwas und die meisten anderen bei irgendwie 1, irgendwas und Gold halt dann nochmal ganz woanders. Aber in Prozent lässt sich hier alles durchaus vergleichen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach den um 13 Uhr beispielsweise den Close-Kurs, also um knapp 14 Uhr, minus den Open, dividiert durch den Open und davon den Absolutwert. Und das habe ich jetzt gemittelt für alle 13 Uhr Kerzen, für meinetwegen Gold, für die letzten 14 Jahre. Daten sind in der Regel alle ab 2004. Also ein deutlicher Datensatz sind übrigens dann in Summe 90, also 90.000 Kerzen. Das heißt, auch da ist natürlich dann Statistik drin. Was wir also jetzt hier eigentlich sehen, wann ist die größte Bewegung im Markt? Naja, nicht ganz überraschend, im Wesentlichen hier nachmittags, dann, wenn auch die Amis sozusagen dazukommen. Eigentlich haben wir hier so drei Wellen. Hier vorne kommen irgendwann die Asiaten, dann kommen wir Europäer dazu und dann kommen die Amis dazu, wenn ich das mal so ganz salopp sage. Hups, da kriege ich gerade eine absolut berechtigte Korrektur. Wir haben natürlich keine H11-Kerzen, sondern H1. Vielen Dank für den Hinweis. Gut. Das hier mal kurz im Fullscreen. Kann ich gerne mal machen. Solange ich jetzt Fullscreen mache, muss ich nämlich euch dabei sagen, sehe ich eure Fragen nicht mehr. Das heißt, deswegen, das ist übrigens der tiefere Grund, warum ich nie im Fullscreen hier arbeite. Also, hier mal kurz der Fullscreen von dem Ganzen. Dann kann man natürlich die Achsbeschriftung genauer lesen. Und ihr wisst, die Bilder habt ihr auch genau mal genauer in den Folien. Und wir sehen also die drei Wellen. Die drei Wellen, Asiaten, Europäer kommen in den Markt und dann kommen die Amis noch mit in den Markt und offensichtlich sozusagen die Kombination aus Amis und Europäern macht dann auch die größten Bewegungen. Und dann am Ende sozusagen stirbt das langsam wieder aus. Gerade, ich hatte noch eine Frage auf die Schnelle gerade gesehen. Das hier ist immer sozusagen deutsche Zeit, also mitteleuropäische Zeit. Damit meine ich auch wirklich die Zeit, die wir alle auf unserer Uhr haben. Also jetzt im Moment haben wir halt Sommerzeit. Es ist 19 Uhr und dann ist für mich auch immer noch hier die 19 Uhr Kerze. Also es ist wirklich die aus meiner Sicht echte Zeit. Also die, die ich auch, naja, halt am Handgelenk trage, wenn ich denn eine Uhr trage. Wenn man mal hier genauer durchgeht, erkennt man wieder wie immer, zum Beispiel ganz unten der rote hier, wie immer der langweiligste überhaupt. Wer kann das anders sein? Das ist Euro, Schweizer Franken. Und weiter hier oben sind eher die ganzen mit Yen-Beteiligung. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen. So, jetzt ist auch meine Cursor wieder da. Okay, also
Berliner Zeit, das war nochmal gerade hier eine Frage. Also wir wissen nur als Hinweis, wann sind die größten Bewegungen? Also wer das für seinen Trading-Ansatz braucht, sieht hier genau die Zeiten, wann er denn vielleicht traden sollte, weil wer unbedingt Bewegung braucht. Jetzt habe ich das Bild nochmal gemacht, diesmal allerdings nicht die absolute Bewegung, sondern tatsächlich mit Vorzeichen und habe trotzdem über alles gemittelt. Und da gibt es was Merkwürdiges. Natürlich, ich weiß, dieses Bild sagt irgendwie nicht ganz so viel. Ich will nur auf die Kuriosität hinweisen. Wir haben, ihr seht, das sind alle möglichen Forex-Paare. Und was mir nur völlig merkwürdig vorkam, war, dass um 22 Uhr die meisten Forex-Paare nach Süden laufen, weil die, hier haben wir jetzt die also die Bewegung mit Vorzeichen, deswegen gibt es ja negative Zahlen auch. Und die meisten Forex-Paare laufen, was ich völlig unerklärlich finde, also ihr seht da wirklich große Fragezeichen in meinem Kopf, laufen hier nach Süden. Also die Kursbewegung ist eher negativ. Also die 22-Uhr-Kerze ist in der Regel eine Negativkerze. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn man übrigens fragt, wer das am größten ausprägt, dann ist es kanadischer Dollar, Schweizer Franken. Es sind übrigens insbesondere hier so ein paar Schweizer, die da oben jetzt mal auffällig werden. Also wo dann die Bewegung am ehesten nach Süden geht. Also eine negative Kursänderung in der 22-Uhr-Kerze. Keine Ahnung, warum. Die 15-Uhr-Kerze wäre die nächste Miniaturauffälligkeit. Vielleicht ist es auch einfach nur hier Rauschen. Ein bisschen suggeriert das der Rest vom Bild. Aber die Auffälligkeit will ich mal sagen. Gut. Kommt gerade schon eine ziemlich interessante Idee. Und zwar könnte das an den Spreads liegen. Oh, die finde ich cool, die Idee. Also ich lese mal genau vor. Du hast Bitkurse und wenn der Spread hinaufgeht, geht der Bit runter. Das könnte statistisch über dann die 89.000, also die 22-Uhr-Kerzen haben wir natürlich nur noch Faktor 24 durch. Das könnte die Erklärung zumindest hier sein. Das ist, finde ich, sehr gut. Erklärt natürlich nicht 15 Uhr, aber das könnte es genau sein. Und dann passt auch, warum gerade die Schweizer Franken hier auffällig werden, weil die ohnehin eine kleine Bewegung haben und dann die Spread-Aufweitung nochmal extra zuschlägt, weil die Bewegungen ja ohnehin da eher klein sind. Jo, das gefällt mir als These. Okay, das war aber jetzt natürlich nicht unser eigentliches Thema. Wir wollen jetzt konkret ableiten, wie wir den Seasonal H1 denn genauer hinbekommen. Also wie gehen wir vor? Wir legen einen EMA in den Chart. Also genau wie beim DAX Daily Seasonal. Das machen wir natürlich da ganz genauso. Und was wir dann machen ist, wir suchen dann allerdings unabhängig voneinander, wie die prozentuale Bewegung aussieht, wenn. Und das sind halt die zwei Fälle. Wenn der Open oberhalb unseres EMA-Wertes liegt, separiert von dem anderen Fall, nämlich wenn der Open unterhalb unseres EMA-Wertes liegt. Ihr merkt, ich will hier auch wieder auf sowas wie Bullen-Bärenmarkt, also auf Basis eines EMAs, der mir einfach eine Klassifizierung in zwei Möglichkeiten halt dann macht. Das machen wir natürlich dann für diese 24 Stunden unabhängig voneinander. Also das heißt, wir untersuchen alle 0-Uhr-Kerzen, alle 1-Uhr-Kerzen, alle 2-Uhr-Kerzen und so weiter. Wenn wir das so machen, kennen wir die Bewegung für die verschiedenen Stunden innerhalb des Tages und wissen dann die mittlere Bewegung. Wenn wir mal kurz schon mal denken, wie so ein Ergebnis aussehen könnte. Wenn wir dann feststellen, wir haben irgendeinen EMA 30, wir haben Euro-US-Dollar und stellen fest, dass typischerweise, jetzt alles noch fiktiv, die 3-Uhr-Kerze tendenziell immer eher nach Norden läuft, wenn wir oberhalb des EMA sind, dann haben wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und wenn die dann auch noch idealerweise, wenn wir unterhalb vom EMA sind, nach Süden läuft, haben wir ebenfalls einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Dann haben wir so eine Fallunterscheidung. Das Entscheidende ist nur, dass wir nachher diese Vorzugsrichtungen relativ zur gewählten Stunde
3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Und zur Frage Bullen- oder Bärenmarkt. Also ist der Open oberhalb oder unterhalb vom EMA? Und dann haben wir unter Umständen unseren Wahrscheinlichkeitsvorteil. Ich gehe jetzt als erstes in den Excel-Sheet, noch nicht in das, was ihr nachher auch kriegen könnt. Also das könnt ihr auch kriegen, aber das ist schon gleich das Ergebnis, die Zusammenfassung. Ich habe mir das nämlich so gemacht, ihr wisst, wenn ich so eine Untersuchung mache, 89.000 Kerzen und dann für verschiedene EMAs. Ich muss ja jetzt gleich auch noch den EMA variieren. Und dann noch will ich diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil berücksichtigen, dann mache ich diese erste Analyse natürlich noch nicht im Excel-Sheet. Auch wenn ich nachher den Trade auch gleich noch in einem Excel-Sheet zeigen werde. Aber die Analyse mache ich natürlich in einem C-Programm. Nur mal kurz wieder, wie immer, wie schnell sowas abläuft. Also wenn ich jetzt hier unten gleich auf Start drücke und ihr guckt auf das untere Fenster, was da passiert, dann untersucht er jetzt unsere 29 Underlyings mit 30 verschiedenen EMAs und berechnet unseren Wahrscheinlichkeitsvorteil. Fertig. Das waren unsere 29 Underlyings mit 90.000 Datensätzen und 30 verschiedenen EMAs. Jetzt gucken wir uns aber gleich das Ergebnis an. Dann wird das auch klar, worüber ich genauer rede. Braucht ein bisschen Einführung, muss ich gleich dabei sagen. Ist ein bisschen schwere Kost hier heute. Ich mache mal das noch ein bisschen größer, damit ihr gleich schon hoffentlich erahnt, wie diese Tabelle aufgebaut ist, die ihr dann auch haben könnt. Hier steht schon gleich der absolute Favorit von allen. Das ist Gold. Hätte ich fast so erwartet, weil es ohnehin so schön große Bewegungen zeigt. Mit einem EMA von 151. Wir können gerne darüber streiten, warum da jetzt 151 steht, aber ihr könnt ausprobieren mit 150 und so weiter. Funktioniert es dann immer noch genauso. Aber wir lesen mal eben kurz die Tabelle, wie sie funktioniert. Wenn jetzt hier steht 0 Uhr und hier eine 0,02, heißt das, am besten geht man um 0 Uhr, wenn man oberhalb des EMAs 151 ist, kann man einen Long Trade eingehen. Warum sage ich jetzt Long Trade? Na, weil das halt positiv ist. Das heißt, die mittlere Kursbewegung aller 90.000 durch 24 Kerzen der letzten 14 Jahre, die mittlere Kursbewegung ist positiv. Das heißt, es gibt einen Bias nach Norden für die 0-Uhr-Kerze. Und so geht das jetzt weiter. Die 1-Uhr-Kerze hat einen leichten Bias nach Süden. Und so geht das jetzt hier durch. Die 7-Uhr-Kerze, die 8-Uhr-Kerze und, und. Und immer, deswegen steht da oben drüber, above EMA, immer dann, wenn wir in diesem, naja, sag mal einfach, Bullenmarkt sind. Also wenn der Open der Kerze oberhalb vom EMA war. Und so geht das jetzt hier weiter, die verschiedenen Stunden des Tages einmal durch. Dann kommen wieder von neuem die Zahlen. Naja, und jetzt frage ich einfach diese andere Richtung, diesen Bärenmarkt. Jetzt waren wir unterhalb des EMAs und fragen dann, in welche Richtung soll man denn dann gehen? Und dann sieht man, ah ja, zum Beispiel die 7-Uhr-Kerze, wenn unser Open unterhalb des 151er EMAs ist, haben wir typischerweise ebenfalls jetzt in dem Fall wieder eine Long-Kerze, weil die Zahl hier, die mittlere Kursbewegung ist hier positiv. Und so liest sich das hier weiter. Jetzt habe ich natürlich dann gefragt, okay, ich will ja wissen, wo ist am meisten Bums drin, also bei welcher Uhrzeit? Dann habe ich die beiden Zahlen einfach nochmal voneinander subtrahiert, above minus below. Dann weiß ich, bei welcher Kerze habe ich die größte sozusagen Spannbreite, den höchsten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und das habe ich mir dann rausfiltern lassen und sage mir dann, und gleich komme ich dann auch wieder zu dem viel einfacher sprechenden Gesamtergebnis. Und dann weiß ich irgendwann messerscharf, okay, die 14-Uhr-Kerze ist für Gold die interessanteste. Da kann ich am meisten Wahrscheinlichkeitsvorteil mir herleiten. Und ihr seht, wie das hier weiter dann alles hier farblich markiert ist. So weiß ich, wann und welche Uhrzeit für welches Symbol das interessanteste ist. Ich habe ja die Untersuchung, deswegen springe ich mal wieder ganz nach vorne und zoome auch schon mal langsam wieder hier ein bisschen raus. Wer die Daten haben möchte, kann sie ja gerne alle kriegen. Ihr seht, dann geht es hier weiter mit australischer Dollar, kanadischer Dollar, sämtliche EMAs, die ich untersucht habe, mit sämtlichen Einzelergebnissen.
Und so weiter und so fort. Das ist genau das, was gerade diese Rechnung in meinem C-Programm nochmal so eben gemacht hat. Das sind genau die ganzen Ergebnisse hier. Ich habe halt hier oben in der Tabelle schon die besten rausgefiltert. Also Gold, EMA 151. Britisches Pfund, japanischer Yen, EMA 52. Und so weiter und so fort. Und wann dann, also, und das habe ich mir einfach nochmal in eine Tabelle zusammengefasst. Und diese eine Tabelle wiederum, die habe ich euch hier auch schon mal in die Folie mit reingepackt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne die Detailergebnisse haben. Und hier ist dann schon die Zusammenfassung. Also hier, diese eine Tabelle kann man jetzt nutzen, wenn man zum Beispiel einfach irgendwann am Tag steht und fragt, habe ich hier einen besonderen Bias? Und wenn dann zum Beispiel 16 Uhr ist, könnte ich mir mal britisches Pfund, japanischer Yen angucken. Und einfach mal kurz den EMA 52 nehmen, im Chart einmalen und um 16 Uhr fragen, bin ich oberhalb, bin ich unterhalb? Okay, ich bin oberhalb vom EMA. Long hat den Bias. Long hat den Bias. Und wäre ich unterhalb von meinem EMA, wäre Short mein Bias. Das soll einfach diese Zahl hier heißen. Und so haben wir zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedliche, also für jedes dieser Forex-Paare den höchsten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Ich habe immer die eine Stunde genommen, die den höchsten Wahrscheinlichkeitsvorteil hat. Sicherlich sind die 0-Uhr-Kerzen nicht so der Liebling, aber wir haben ja noch genügend, die auch mal am Nachmittag sind, ein paar auch mal am Vormittag und selbst mal noch am späten Abend taucht auch mal was aus. Da ist der Wahrscheinlichkeitsvorteil am größten. Mit Open ist immer der Stunden-Open gemeint, ganz genau. Der EMA, also wir können das mal so fiktiv hier am Beispiel Gold kurz durchspielen. Wir haben 13:59 Uhr. Wir sehen natürlich den EMA im Chart. Jetzt kommt 14 Uhr. Meistens weiß man schon vorher, ob der Open oberhalb oder unterhalb des EMAs dann ist. In aller Regel ist der Abstand wahrscheinlich so riesig, dass da nicht in den letzten Millisekunden was passieren kann. Also weiß ich, ob ich oberhalb oder unterhalb bin und dann kann ich meinen Trade eingehen. Und dieser Trade, den wir jetzt gleich untersuchen, dauert ja auch nur eine einzige Stunde. Die ganze Analyse geht davon aus, dass wir nur eine Stunde im Markt sind. Wir werden jetzt den Trade gleich nach einer Stunde beenden. Gut. Aber unter EMA 151 bei Gold 14 Uhr war doch gar nicht negativ. Unterhalb, jetzt werde ich, gucken wir nochmal rein in die Tabelle. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Schnellschreibfehler hier gemacht. Nee, das ist die, die wir gleich brauchen. Da haben wir nämlich schon die Equity-Kurven, die dann entstehen. Natürlich auch sehr, sehr interessant. So, 14 Uhr. So, above. Long, da ich zoome mal ein bisschen. Okay, also um 14 Uhr steht in der Tabelle eine positive Zahl, also sollten wir eher long traden. Und wenn wir below EMA sind, sollten wir eher short traden. Also so wie es auch in der Tabelle ist. Gut, also das soweit. Wir wissen also jetzt schon in der Zusammenfassung für 29 Underlyings, wann die besten Stunden jeweils auftauchen, die wir dann entsprechend nutzen können. Wir wissen, welche Richtung wir traden müssen, je nachdem, wie wir zu dem jeweiligen EMA liegen. Eigentlich haben wir da schon eine ganze Menge. Hier sind immerhin 29 Handelsempfehlungen schon gerade gegeben mit dieser einen einzigen Aussage, was schon eine Menge ist. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze natürlich auch mal als Equity-Kurve an. Als Equity-Kurve angucken heißt natürlich, bisher haben wir nur einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Jetzt müssen wir nochmal den Spread mit einrechnen, wenn wir auch da Trades draus machen wollen. Wir können vielleicht auch mal den Spread noch ein bisschen größer machen, dann haben wir praktisch fiktiv die Kommission mit drin, falls es erforderlich ist. Und dann können wir natürlich auch noch die Frage stellen, was passiert denn eigentlich, wenn wir den Trade nicht einfach laufen lassen? Also wenn wir nicht einfach nur zum Open der Kerze den Trade eröffnen und zum Close der
jeweiligen Kerze schon wieder schließen, sondern wir können natürlich auch einen Stopplos einführen und fragen, ob der uns nochmal in Summe verbessert. Gut, gucken wir uns das mal genauer an, wie das Ganze aussieht. Ich habe zwei Beispiele hier auch schon mit, nämlich einmal Gold und einmal Euro-US-Dollar. Natürlich gucken wir ruhig mal alle als erstes gespannt gewissermaßen auf die Equity-Kurve. Die, wohlgemerkt, im Moment noch, das werden wir gleich ändern, mit Spread 0 ist. Aber gehen wir mal kurz der Reihe nach durch. In diesem Excel-Sheet habt ihr auch selber die Möglichkeit, das, was ich vorhin als C-Programm-Auswertung in 0, nix gemacht habe, auch selber zu machen. Es ist ganz einfach zu lesen. Auch das Excel-Sheet. Ich erkläre kurz, wie es aufgebaut ist, dann habt ihr es ein bisschen einfacher, wenn ihr so Analysen dann auch selber machen wollt. Hier vorne, also erstmal berechne ich ein EMA. Okay, das ist mittlerweile sozusagen Standard. Ist nichts Neues, wir können einfach den EMA berechnen. Dann fragen wir, ob der Open above oder below von dem EMA ist. Aber natürlich der EMA vom Close der letzten Kerze, weil die laufende Kerze kennen wir ja noch nicht. Also da geht es mir nur um die Richtung. Also kriegen wir hier immer raus, ob wir oberhalb oder unterhalb vom EMA liegen. Deswegen gibt es hier diese ganze Nomenklatur. Und dann frage ich einfach, it's trading time? Fragezeichen. Also soll heißen, ist die Uhrzeit meiner Candle gleich meiner zu untersuchenden Uhrzeit? Hier oben stehen sie. Unsere 14 Uhr Kerzen. Ihr wisst, hatten wir ja schon in meinem Fall rausgearbeitet, dass das die besten sind. Also die 14 Uhr Kerze. Und irgendwann taucht hier dann plötzlich eine 1 auf. Da steht dann, hey, it's trading time. Jetzt wollen wir uns diesen einen Trade natürlich dann angucken. Und dann wird er halt hier einfach berechnet, der Trade. Und hier in diesem Fall war es ein Trade below EMA. Und dann kriegt dieser Trade eine Bewegung in Prozenten einfach hier ausgedrückt und Spread wird auch schon mit abgezogen, obwohl der jetzt hier aktuell noch 0 ist. Und dann haben wir ein Trade-Resultat. Einfach nur in Prozent Kursbewegung. Fangen wir mal so an. Und wenn wir das jetzt für die letzten 14 Jahre machen, haben wir hier eine Equity. Spätestens jetzt wird es, glaube ich, interessant. Also wir haben genau genommen drei Equities, wobei, also es sind eigentlich nur zwei. Das eine ist die Summe aller Bullenmärkte, dieses Sum above und die Sum below, das ist die rote. Und dann bilden wir natürlich die Summe, weil wir haben ja immer beide Möglichkeiten. Also wir haben immer entweder die eine oder die andere Möglichkeit, also können wir die auch gerade so gut summieren. Das gibt dann die gelbe Kurve. Ja, ist eine schöne Equity-Kurve. Geht schön nach oben, hat zwar zugegebenerweise auch hier mal eine Phase mit einem größeren Drawdown oder zweimal sogar, aber geht eigentlich sauber nach oben. Vergegenwärtigen wir uns mal kurz, was diese Strategie jetzt hier gerade tut. Sie geht jeden Tag hin, fragt um 14 Uhr, weil hier 14 Uhr steht. Bin ich mit meinem Open oberhalb oder unterhalb vom EMA? Und dann mache ich ein Long Trade, wenn ich oberhalb bin. Deswegen steht hier jetzt die 1. Und wenn ich unterhalb vom EMA bin, mache ich einen Short Trade. Es klingt irgendwie trivial, was heißt trivial? Ein bisschen banal schon fast. Aber das ist jetzt ja alles. Und schon haben wir den Wahrscheinlichkeitsvorteil übersetzt in der Equity. Fantastisch. Zu schön ist es dann allerdings doch wieder auch nicht. Ich will da gleich ein bisschen vorweg warnen. Jetzt machen wir mal einen Spread. Jetzt kommt mal ein Spread von 0,1. Das wäre beim Gold so gerade okay. Ist bei JFD für Spread 0,1 zu traden. Jetzt dauert es hier ein bisschen immer. Das Excel-Sheet ist jetzt nicht das allerschnellste. Das kann ich gleich schon mal warnen. Und jetzt kam das Ergebnis. Und wir haben jetzt gerade hier in Summe gut 20% verloren. Also die Equity ist nicht mehr ganz so granatenbrüllig und ihr seht, der Spread ist verdammt wichtig. Und ich kann euch schon gleich sagen, dass wenn man genau das für die Underlyings macht, wo der Spread einfach tendenziell hoch ist,
relativ zum Kurs, also Beispiel. Britisches Pfund kanadischer Dollar hat nicht gerade den dollsten Spread. Umgekehrt, Euro-US-Dollar hatten Bombenspread. Oder andere wie australischer Dollar, US-Dollar oder US-Dollar, japanischer Yen. Das sind dann die, die haben Bombenspread. Gehen wir mal mit Spread nochmal eine weitere Stufe hoch. Wenn mir die Maus das zulässt. Ich kann euch gleich dabei sagen, die Excel-Sheets sind ziemlich groß. Also dieses Excel-Sheet, was wir jetzt hier gerade unter Bearbeitung haben, ist allein als Dateigröße ein 24 Megabyte Excel-Sheet. Also ich werde definitiv die Excel-Sheets wieder nicht verschicken, sondern das kann ich jetzt schon sagen, das werden wir wieder über einen Dropbox-Link verteilen. Anders geht's nicht. Also ich werde wahrscheinlich doch nicht den Spread ändern. Also dass das dann schlechter wird, glaubt er mir auch so. Ich muss nämlich hier unbedingt jetzt gleich mal hoffentlich noch nach rechts scrollen können, um noch die zweite Sache auch hier schon mal gleich zu zeigen. Und die zweite Sache, die ich noch gerne zeigen möchte, ist die, wir können ja in dem Ganzen auch noch einen Stop-Loss mit reinbringen. Das habe ich dann hier nochmal mitgemacht. Wenn ich denn schon einen Stop-Loss mit reinbringe in diesen Trade, dann kann ich auch gleich noch was anderes machen. Sobald ich einen Stop-Loss habe, kann ich alle Trades in R ausrechnen. Das finde ich ohnehin natürlich eleganter, als einfach nur prozentuale Änderungen aufzusummieren. Also was sehen wir dann gleich hier? Hier ist jetzt ein Stop-Loss drin. Den Stop-Loss habe ich hier auf 0,4% gesetzt. Also das ist einfach die Entfernung meines Stop-Losses. Und Spread ist ebenfalls hier mit berücksichtigt. Und dann habe ich meine Equity. Aber diesmal in R. Das heißt, wie immer, ihr wisst, wenn wir in R rechnen, braucht man einfach nur mit einem Eurobetrag multiplizieren, also mit dem Risiko meines Trades. Und dann haben wir hier den Gewinn in Euro stehen. Ich will nochmal wiederholen, was hier eigentlich gemacht wird. Hier wird jetzt jeden Tag genau ein Trade gemacht, immer um 14 Uhr. Abhängig von der Lage relativ zum EMA, ist es ein Long Trade oder ein Short Trade. Dieser Trade ist genau eine einzige Stunde nur im Markt. Dann wird er hier sozusagen zwangsbeendet. Falls er jetzt nicht vorher in den Stop-Loss gelaufen ist, was halt auch hin und wieder hier passieren kann. Und das ist alles. Das ist das gesamte Regelwerk für diese Strategie. Mehr brauchen wir nicht. Jeweils um 14 Uhr gucken. Wie liege ich zum EMA 151? Trade absetzen. Fertig. Mehr brauche ich nicht machen. Ich will euch allerdings gleichzeitig wieder warnen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, dass ich mal einmal den Spread auf 0,2 hochsetzen kann. Das wird dann schon schlechter. Und zwar auch deutlich schlechter. Es zeigt unser Allgemeines, was man immer im Hinterkopf behalten muss. Wenn ich einen Trade mache, der ohnehin nur eine Stunde dauert, kann ich ja nicht allzu viel Movement erwarten. Es geht nun mal nicht beliebig in einer Stunde. Ich kann da nicht mal auf Gold bezogen erwarten, dass mal eben der Goldpreis da um 100 Punkte nach oben geht. Ich habe nur eine endliche Möglichkeit an dem, was da passieren kann. Und dann wird natürlich hier auch meine Strategie schlechter. Trotzdem hier gleich mal noch die positive Nachricht. Hier wird jetzt ein Spread von 0,2 konstant eingerechnet. Denkt mal dran, wo der Goldpreis hier in den Jahren 2004, 2005, 2006 und so weiter war. Naja, da waren wir noch bei ungefähr 400. Das heißt, das Verhältnis zwischen Spread und Preis war deutlich schlechter als aktuell. Goldpreis ist im Moment, keine Ahnung, bei 1200, 1300. Ich weiß es noch nicht mal genauer. Also viermal so, dreimal so hoch. Das heißt, ich habe schon per Definition jetzt ein viel besseres Spread-Preisverhältnis. Deswegen ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass wir hier anfangs insbesondere nach Süden laufen, wo der Preis halt noch so klein war und das Spread dann relativ zum Preis besonders groß. Seit 2010 geht ja die gelbe Kurve hier eigentlich schön nach oben und insbesondere in der jüngeren Vergangenheit nochmal richtig schön. Ist mal ein Ansatz wert für die Strategie. Okay. Jetzt muss ich mal kurz wieder in die Fragen könnte. Könnte man nicht auch zwei oder mehr aufeinanderfolgende Stunden mit der Summe mehr Performance? Ja, völlig richtig, kann man machen. Ohnehin kann man in Frage stellen, ob es sinnvoll ist, den Trade hier nach einer Stunde zu beenden. Oder, ihr kennt alle die diskretionären Möglichkeiten, nach einer Stunde gucken, bin ich im Profit, Break-Even, Stop-Loss auf Break-Even nachziehen, zum Beispiel.
gibt es die ganze Bandbreite an Spielwiese. Ich will nur erstmal eine Auswertung fertig machen, deswegen dieser Trade, der einfach wie funktioniert es denn überhaupt? Bevor wir dann noch fragen, hey, wie lange können wir den Trade halten, gehen wir sogar noch Overnight und und. Der Stop-Loss, den ich jetzt hier gerade anwende, ist 0,4%. Also, was heißt das beim Goldpreis? Also, angenommen, wir sind im Moment aktuell bei einem Goldpreis von 1200, dann einfach 0,4% von den 1200, das ist dann die Entfernung meines Stop-Losses. That's all. Und ihr könnt das im Excel-Sheet übrigens auch beenden. Ist der Wochentag bei Gold auch relevant? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Also ich muss einfach, deswegen sage ich so banal, keine Ahnung, weil ich es nicht untersucht habe. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass im Goldpreis es auch einen Tagesseasonal genauso gibt, der interessant ist. Vielleicht auch insbesondere freitags eher hoch, zum Beispiel wäre meine These. Ach, das schreibt, genau, das schreibt hier gerade. Friday Gold Rush. Also, genau das wird hier gerade auch geschrieben. Könnte also sein. Aber ich muss gestehen, ich weiß es jetzt aktuell nicht. Das war mal eine Auswertung Gold. Gucken wir uns das Ganze mal noch für den zweiten Kandidaten an, nämlich Euro-US-Dollar. Und Euro-US-Dollar hatte auch eine schöne, also hat jetzt auch eine schöne Equity-Kurve, die wir jetzt hier unschwer sehen. Da, wie waren die Regeln? 44er EMA. Und alles passiert um 18 Uhr. Nur hier ist es jetzt andersrum. Wenn der Preis um 18 Uhr oberhalb vom EMA liegt, machen wir hier genau das Umgekehrte. Nämlich wir gehen in Short Trade ein. Deswegen steht hier Direction Above minus 1. Also da machen wir jetzt einen Short Trade. Und werden wir oberhalb vom EMA, unterhalb vom EMA, machen wir einen Long Trade. Wenn wir all diese Trades aufsummieren in Prozent der Kursbewegung, kriegen wir diese Equity-Kurve. Sieht ebenfalls wieder richtig, richtig schön aus. Gehen wir auch hier mal mit dem Spread rein. Also Spread von einem BIP. Wenn ich einen Spread von einem BIP nehme, habe ich zumindest bei JFD auch locker die Kommission mit drin. Das definitiv. Also da würde sogar ein bisschen weniger reichen. Da würden auch so 0,8, 0,7 BIP reichen. Es verschlechtert natürlich hier mein Ergebnis, keine Frage. Aber wir kriegen wieder eine Equity-Kurve, die nach Norden geht. Aber gucken wir doch gleich dann hier in die Equity in R. Auch wieder mit einem Stop-Loss. Ich habe ihn hier mal bei der gleichen Zahl gelassen, bei 0,4%. Und dann haben wir über die Zeit hinweg in Summe 80 R verdient. Das kann sich alles summieren. Ihr seht, wir hätten jetzt hier einen Trade um 18 Uhr. Dieser Trade, wir würden um 18 Uhr die Trade-Entscheidung treffen. Und zwar jeden Tag. Wir würden jeden Tag genau wieder einen Trade machen, einen Euro-US-Dollar-Trade. Immer um 18 Uhr mit einem Stop-Loss von 0,4% und that's it. Und das würde halt in Summe und über die Zeit hinweg dann bei all dem herauskommen. Gar nicht schlecht. Wenn man mal einen Stop-Loss, nur dass man mal sowas gesehen hat, was da eigentlich passiert, mal woanders hinsetzt, also 0,3%, das gibt natürlich das Excel-Sheet auch her. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, was mit meiner Equity-Kurve hier passiert. Naja, ist sogar in Summe der Gesamtgewinn ist etwas hochgegangen. Also ist noch durchaus hier quasi Optimiermöglichkeit. Wie wendet man das eigentlich an, wenn man gar nichts weiß oder wenn wir jetzt einfach irgendwelche anderen Kursdaten nehmt, also Kursdaten nehmen und hier in die vorderen Zeilen, in die vorderen Spalten einfach reinkopieren und dann entsprechend ein EMA einstellen, die Uhrzeiten und die Richtung und nicht vergessen, auch den Spread mit einstellen und dann dann kommen hier automatisch die Equity-Kurven. Jetzt kriege ich genau off topic, ob ich denn den DAX-Seasonal auch schon auf andere Underlyings losgelassen habe. Antwort, ehrlich, nee, habe ich noch nicht. Ich sollte da mal ein C-Programm schreiben. Ich bin halt immer so faul. Und der DAX Daily Seasonal ist
in der Tat sogar die Strategie, die einzige Strategie, die komplett nur auf einem Excel-Sheet basiert und sonst gar nichts. Weil da brauchte ich dann kein C-Programm. Aber wenn ich dann kein C-Programm habe, dann muss ich ja mal jedes Excel-Sheet einzeln befüllen. Und da bin ich, ehrlich gesagt, eigentlich mal zu faul zu. Und lass das lieber den Automatismen. Aber ich sollte das, glaube ich, mal machen, weil es gibt ein paar Ansätze, wo auch der Daily Seasonal schon in der Vorüberlegung interessant ist. Also Gold hatten wir vorhin schon. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er dafür interessant ist. Gleiches gilt für andere Indizes, also jetzt beispielsweise S&P 500, ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch interessant. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch da nochmal das ein oder andere Währungspaar interessant ist. Jemand anders hat es gerade fertig. Das Programm in C++, auch schön, ist ebenfalls super schnell. Ja. Also, Klaus, wenn du mal Ergebnisse hast, schreib mir doch vielleicht auch mal eine E-Mail, bevor ich dann auch noch loslege. Also, könnt ihr gerne mal mir auch darüber berichten. Also, wie gesagt, mein erster Kandidat wäre Gold und dann S&P 500 und irgendwann will ich noch unbedingt auch Öl mit untersuchen. An der Stelle. Gut. Konzept sollte klar sein und ich hoffe, auch euch ist es dann möglich, hier mit so einem Excel-Sheet selber eine Untersuchung zu fahren, beziehungsweise zumindest die Ergebnisse, die in meinem na, einen zusammenfassenden Seite für die 29 Underlyings einfach sozusagen nachzuvollziehen, ist dann kein Problem. Und wir hätten in Summe dadurch eine super Reihe von Substrategien. Und wie immer wisst ihr, die kombinierte Equity ist sogar das, was dann nachher immer am allerinteressantesten ist, weil man kann ja nicht nur eine Strategie, sondern natürlich dann logischerweise auch mehrere und die dann simultan traden. Logik sollte rübergekommen sein, also hoffe ich zumindest, und Profitabilität dann auch. Hey, wir haben heute einen Rekord. Ich glaube, ich war selten schon um knapp 8 Minuten vor der Zeit zu Ende. Wahrscheinlich bin ich getrieben von gleich Fußball zu gucken, auch wenn es natürlich erst um 8:05 ja, ich glaube 20:45 anfängt. Aber das will ich mir auf jeden Fall nachher noch anschauen. Aber fassen wir nochmal in ordentlich hier zusammen. Also auch auf H1-Basis können wir den Wahrscheinlichkeitsvorteil als aus dem sozusagen Stunden-Seasonal-Konzept herausarbeiten. Das definitiv. Wir müssen gucken, wenn wir es traden, dass wir die Paare vermeiden, die große Spread-Werte haben. Die sind dann einfach nicht so geeignet. Also gibt halt so einige Kandidaten, die man dann eher nicht traden sollte. Aber alles das mit den kleinen Spreads, kriegen wir das auch also wir profitabel nach Kosten, also nach Spread und Commission, dann unmittelbar hin. Die Grundregel ist immer die gleiche. Dann, wir haben einen bestimmten EMA, wir haben eine Uhrzeit, auf die wir gucken und wissen, in welche Richtung wir je nach Lage relativ zu dem EMA traden. Also wir können es direkt auch dann entsprechend ableiten. Darüber hinaus will ich nicht versäumen, nochmal zu sagen, das, was wir hier gemacht haben, kann man natürlich dann auch einfach fürs diskretionäre Traden berücksichtigen. Es zwingt einen ja keinen. Keiner zwingt einen, den Trade nach einer Stunde zu schließen, um Gottes Willen. Und mit Trades, die dann länger dauern, können wir wahrscheinlich auch unsere Profite hier noch steigern. Einfachste Varianten wären gucken, nach einer Stunde sind wir im Plus, wenn ja, Stop-Loss auf Break-Even als einer der Klassiker und dann Trade laufen lassen. Gucken dann allerdings, wenn wir auch Overnight gehen, wie denn Swap-Kosten eventuell sind. Also man kann es mal als Hilfestellung nehmen. Es ist nicht immer zwangsläufig so, dass alles das, was ich hier so vorstelle, automatisch in einem EA laufen muss und nur vollautomatisch sinnvoll ist. Ich kann es so einfach direkt nutzen. Wie immer gilt, Interesse an den Sheets. Also wie gesagt, diesmal werde ich die Excel-Sheets definitiv nicht zuschicken können, sondern werde einen entsprechenden Dropbox-Link dann verteilen, wo man sich das dann downloaden kann.
gerne einfach wie immer mal eine E-Mail an mich schicken. Ja, unten ist nochmal die E-Mail-Adresse eingeblendet. Und dann kriegt ihr natürlich die entsprechenden Excel-Sheets und Slides. Genau. Soweit von mir. Weiteres Webinar. Wann geht es übrigens wieder weiter? Die Webinartermine stehen fest für Mai. Nochmal wieder zwei neue Themen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Euch natürlich noch allen einen wunderschönen Abend. Allen Fußballinteressierten natürlich viel Spaß beim Spiel, egal für wen ihr seid. Zumindest die Namen klingen schon mal gut, die da gegeneinander spielen. Also bin ich ebenfalls drauf gespannt. Macht's gut. Bis demnächst. Tschö.